Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Super Mario Galaxy Toadsprung. Nein, natürlich zwei. Im letzten Part haben wir wieder ein paar Schabernack-Kometen aufgeräumt. Vor unter anderem hier einen neuen Risikokometen. Und wollen uns jetzt hier die Heiß-Kalt-Galaxie angucken. Und dadurch, dass ich meine Sensorleiste jetzt wieder vorschieben musste, weil ich ja sonst nicht mehr hätte drehen können beim letzten Bosskampf, verschwindet der Cursor jetzt wieder andauernd. Aber okay, kriegen wir alles hin und gucken uns mal den launischen Prinz Picantus an. Na, das mag doch was werden. Ich sehe einen Vulkan. Ich sehe einen Nicht-Octorok in einem Panzer. Und ich sehe Mario, der auf all diese Action zufliegt. Was kann man sich denn noch mehr wünschen? Eine Luigi-Time wünsche ich mir hier jetzt nicht unbedingt noch mehr. Das ist mir dann hier doch alles ein bisschen zu heikel. Und hier haben wir jetzt eine schöne Plattform, die uns über die Lava tragen möchte. Und die mir einfach mal völlig egal ist. Wir nehmen den ganz regulären Weg. Der ist vom Spiel natürlich so vorgesehen. Genauso wie dieser hier. Natürlich vom Spiel absolut so vorgesehen Weg, den wir hier gerade einschlagen. Ein bisschen Glück sehen wir auch gleich da hinten irgendwo die Plattform auf uns zufahren. Ich würde sagen, wir ersparen hier den Weg einfach mal und drücken das Knöpfchen hier. Und dann, aua, gibt's erstmal hier eine schöne Schlitterpartie. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das irgendwann wieder nachlässt. Ich glaube aber tatsächlich, es bleibt konstant jetzt eingefroren. Was mir auch so wesentlich lieber wäre. Und bevor wir jetzt den Sternring benutzen, gucken wir doch mal da hinten die Röhre. Was es da so Schönes zu entdecken gibt. Oh nee, nicht du schon wieder. Und vor allen Dingen, oh nee, nicht das schon wieder. Hallo, hallo auch. Du erinnerst dich doch an mich, oder? Nicht wahr? Ja, Bananen und so. Wie wär's mit einem Eislaufspiel? Triff so viele Boys wie möglich und gib mir Bananen. Je mehr Bananen du mir gibst, umso mehr Sterne bekommst du von mir. Und nimm dich vor den dornigen Dingern in Acht. Die schmecken nicht nach Banane. Wenn du 600 Punkte oder mehr erreichst, gebe ich dir diesen Powerstern und du mir eine Banane. Ich mag nämlich Bananen. Yay! Wir dürfen nochmal dieses Schlitterspiel hier spielen. Ich glaube, diesmal soll es deutlich kniffliger werden, die nötigen Punkte zu erreichen. Weil es hier deutlich knapper zulaufen. Ich meine, das war beim letzten Mal jetzt auch nicht so, dass ich sage, wir sind hier wunder wie locker durchgekommen. Aber ich glaube, dass das hier jetzt nochmal eine ganze Ecke schwerer war. So. Bisher läuft es doch ganz gut. Jetzt verlieren wir ordentlich Zeit. Was mir auch überhaupt nicht gefällt, ehrlich gesagt. Aua. Ja. Und da gehen sie hin. Unsere Punkte. Oh, wie schade. 550 Punkte. Damit schuldest du mir jetzt eine Banane. Am besten klappt's, wenn du in gerader Linie über die Buis flitzt. Willst du es nochmal versuchen? Kostet dich aber eine Banane. Ich mag Bananen. Und wenn du 600 Bananen oder mehr erreichst, gebe ich dir diesen Bananenstern. Okay. Auf ein neues. Kriegen wir alles hin. So, ja, diesmal erscheint er natürlich da drüben. Und du da? So, man muss nur die Route wieder auswendig lernen. Das ist ein reines Auswendig-Lernspiel. Die Route dreht sich bestenfalls mal, aber im Großen und Ganzen ist das immer dasselbe Spiel. Hier verliere ich gerade wieder Zeit, schön, nicht wahr? So, hier habe ich jetzt ordentlich Zeit verloren. Meine Herren. So, kommt jetzt schon der mittlere? Nee. Diesmal schaffen wir es wahrscheinlich nicht mal in die letzte Phase. Wir schaffen es gerade so in die letzte Phase, aber es wird nicht reichen, wenn ich diesmal viel mehr verpasst habe. Au, nicht mal. Wow! Was, wie, wo? Der Affe war gerade unsichtbar im Bild. Ja. Ja, anders als die Roboter killst du mich wenigstens nicht sofort, wenn ich die Punkte nicht schaffe. Das rechne ich dir hoch an, Bananenaffe. So. Ja. Diesmal tauchst du natürlich da unten auf und ihr da oben.
Und du da? So, dann schlittern wir uns doch hier einfach mal. Das können wir jetzt schon vergessen. Wenn ich hier schon so viel Zeit verliere, dann, ja, ist das Ganze eh schon gelaufen. Gib mir wenigstens den 50er noch, komm. So. Theoretisch möchte ich hier immer in der Mitte bleiben. Ich weiß nur gerade noch nicht so recht einzuschätzen, wann hier in der Mitte mal Stacheln kommen. So, jetzt will ich... Aua. Wäre ich gerne in der Mitte gewesen. Yay, wir verbessern uns voll. 10 Punkte weniger, das ist ein Fortschritt. Oh. Oh Gott, endlich. Leute, ihr wollt gar nicht wissen, wie oft ich in den letzten 10 Minuten hier mit 590 Punkten da saß. Ihr wollt es echt nicht wissen. Oh Gott. Oh Gott, ich kann es jetzt auswendig. Zwar aus allen Perspektiven. Ich kann es auswendig. Oh wow, 640 Punkte. Ich glaube, du hast allen Ernstes meinen Bananen-Highscore geschlagen. Endlich ein mir würdiger Bananenrivale. Dir beim Eislaufen zuzusehen ist mir glatt einen Powerstern wert. Und Bananen. Dann rück den blöden Stern raus. Hätten wir das drin gelassen, hätte der Part jetzt schon fast Überlänge. Meine Herren, we got the thing. Fast vergessen, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Vergesst die Schauber der Kometen. Das hier hält auf und lässt einen cutten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wusste doch, dass da was Fieses dabei war. Ich war schon überrascht, dass das beim ersten Mal so problemlos lief. Aber da war ja was. Danke, lieber Bananenaffe, dass du mich zurück auf den Boden der Tatsachen geholt hast. Dann wollen wir jetzt mal den regulären Stern der Heißkalt-Galaxie holen. Die brisante Bully-Bataille. Bui, nicht Bully. Bully ist was anderes. Ich weiß gar nicht, gibt es in diesem Spiel überhaupt Bullies? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube tatsächlich nicht. So, aber ich sehe gar nicht ein, dass wir hier jetzt den regulären Weg nehmen. Der ist ja langweilig. Ist doch so viel cooler alles. Jetzt habe ich am Anfang keinen Hechtsprung gemacht. Das könnte... doch, das reicht gleich noch. Das reicht doch ganz einfach. Ist ja überhaupt kein Problem hier. Hey, wir können sogar eine Wolke behalten. Dann tun wir das doch auch. Darf ich halt hier jetzt einfach nur nicht schlittern. So, na... Okay, aus dem Radius sind wir raus. Dann gilt es jetzt nur noch auf den Kollegen hier aufzupassen. Hm, ich bin Wolken-Mario und hüpfe über diese Strahlen. Wenn ich so ans zum Ende dieses Spiels hinblicke, woran erinnert mich das nur? Hier weiß ich übrigens, gibt es einen interessanten Skip. Man kann hier nämlich diesen Planetoiden hier komplett überspringen, wenn man gut gezielte Sprünge macht und in der Lava abprallt. Das spare ich mir jetzt aber einfach mal. Wir kommen hier auch regulär recht gut durch. So, damit ist unsere Wolke weg. Aber ich will wissen, was in dieser Truhe ist. Wir werden es nur leider nie erfahren. Ich glaube, da ist eh noch ein One-Up drin. Oh, und da sehe ich doch etwas von erhöhter Brisanz. Uiui, dann machen wir halt hier einen Skip, so. We do it the Speedrunaway. Oh, und ich sollte die Stern zu spät. Was immer da hinten auf dem Planetoiden auch noch gewesen wäre, wir werden es nie erfahren. So, und hier regnet es Meteoriten und eigentlich müsste das komplette Eis auf diesem Planetoiden schmelzen, aber das ist dem... Oh mein Gott, Mario, bist du denn... Okay. Dabei fällt mir... war das hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Fertig. Huiuiuiui. Das wollte ich nicht. Uah.
holen wir uns erstmal den Max-Kraftpilz. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Mario, immer mit der Ruhe. So, der Kollege da hinten. Beziehungsweise die Kollegen da hinten. Schießen jetzt hier mit allerlei Zeug. Und wir wollen diese Kokosnüsse oder was die da schießen, auf die zurückschleudern. Ganz im Stile des, ich glaube, allerersten Bosses, auf den man im ersten Galaxy trifft. Und das war doch ein gezielter Stampfer. Und das hat fast so ein bisschen gewirkt, als hätte der jetzt auf das... Wie hat das gerade noch die Kokosnuss getroffen? Naja, okay. Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Du gehst mal weg. Und das hier warten wir mal lieber ab. Das ist mir gerade ein bisschen zu eng. Da hinten sehen wir eh schon den Powerstern. Was kann da noch schief gehen? Da ist doch bestimmt kein Boss oder so. Sehen wir ja auch gar nicht rumfahren da. Prinz Picantus rastet mit seinem Streitwagen umher. Pass auf, dass er dich nicht mit seinen Glutbrocken trifft. Oh nein. Es ist also tatsächlich der panzerfahrende Nicht-Octorok, mit dem wir es hier zu tun bekommen. Wenn der mit seinem Streitwagen genauso gut ziehen kann wie ich mit Felsen-Mario, haben wir nicht viel zu befürchten. Dann rast er hier irgendwann einfach durch die Brüstung durch. So, und hier selbes Prinzip wie eben. Wir schleudern seine Kokosnüsse zurück und weichen den Feuerbällen aus. Glücklicherweise hört er irgendwann auf, bedrohliche Feuerbälle zu schießen und attackiert uns stattdessen mit harmlosen, ihm verletzenden Kokosnüssen. Wie sich das gehört. So. Hammer's dann, Freundchen. Komm, lass mal eine Aua. Kokosnuss rüberwachsen. Das ist keine Kokosnuss. Das ist auch keine Kokosnuss. Und ich bin gerade ein bisschen nah an dir dran. Aua. Mir gefällt gerade gar nicht, was du hier treibst. Kokosnuss aber sofort. So, während du hier Party machst. Da ist die Kokosnuss. Mario hat die Kokosnuss geklaut. Endlich ist diese uralte Frage geklärt. So, Prinz Picantus ist sauer. Das heißt, er schießt jetzt noch mehr von diesem blöden Feuerzeug. Feuerzeug. Voll das Wortspiel. Ich lasse eine Kokosnuss rüber. Wachsen. Ich wusste gar nicht, dass man darüber kann, ehrlich gesagt. So, er geht wieder in den Agro-Mode. Und jetzt habe ich nicht gesehen, ob überhaupt eine Kokosnuss dabei war. Ja, da ist sie doch. Krabums. Oh nein, it's exploding. He makes the kaboom. Und beschert uns dadurch einen Powerstern. Das nenne ich doch fair. So, wieder einen unschuldigen... Na gut, ganz unschuldig ist er nicht. Er bewacht ja einen Powerstern für Bowser. Aber wieder einen König entthront, beziehungsweise getötet, für einen Powerstern. We got the thing. Wir tun halt, was Mario am besten kann. Könige töten und Sterne sammeln. Man tut, was man kann. So. Damit haben wir erstmal die nächste Galaxie abgeschlossen. Bis zum Schabernack. Apropos Schabernack. Und auch ausgerechnet hier. Oh, wieder Brief von jemandem, der sicherlich nicht Rosalina ist. Ich bin mir absolut sehr sicher, dass ich nicht weiß, wer das ist. Also es ist sicherlich nicht Rosalina. Das wüssten wir doch, wenn Rosalina uns einen Brief schreiben würde, beziehungsweise den Babyloma. Also ist er definitiv nicht von Rosalina. Was bräuchten wir eigentlich? 55! Wir sind ein bisschen drüber. Das ist... Oh. Ich glaube, jetzt kommt gleich... Ich glaube, wir dürfen gleich wieder cutten. Ich erinnere mich da gerade an etwas. Allein gegen die frostige Octo-Armee. Ja, ich erinnere mich da definitiv an was. Das wird doch wieder cuttenswert. Läuft
im Endeffekt ähnlich ab wie in der Bröselbrock-Galaxie, wie man sich vielleicht denken kann. Und ist dementsprechend genauso frimmelig wie in der Bröselbrock-Galaxie. Und wir verlieren fast 10 Sekunden schon allein dadurch, dass wir erstmal hier hinkommen. So, ich versuche jetzt gar nicht erst mich an irgendeine Route zu halten, sondern ich fetz hier jetzt einfach mal durch und sammle dabei jetzt den nächsten ein. Das wird schon allein deshalb nicht klappen, weil ich hier jetzt 2 ausgelassen habe, aber wir versuchen unser Bestes. Theoretisch sind es nur 30 Stück. Das klingt ja erstmal nach gar nicht mal so viel. Wenn dann aber die Zeit immer knapper wird, wobei, das könnte tatsächlich sogar klappen. Das sieht sogar ziemlich gut aus. Meine Herren, wir haben es auf Anhieb geschafft. Das lasse ich mir noch eingehen. Naja, Schlitterspielchen habe ich jetzt drauf. We got this thing. Hui. Das war unproblematisch. Wenigstens das. Damit haben wir unseren 85. Powerstern, die nächste Galaxie, komplett jede Menge Zeug und es taucht kein neuer Schabernack-Komet auf. Gut. Dann haben wir hier soweit jetzt alles erledigt. Und können hier das Tor öffnen. Und Raumschiff Mario kann noch weiter fliegen. Und dann gucken wir uns doch jetzt mal noch Bowser Juniors Böllerbunker an. Das klingt doch nach einem Plan. Ich habe keine Ahnung mehr, was hier der Boss war. Diese Maschine ist ein Megamox. Ah ja, doch, ich glaube, ich weiß gerade wieder, was hier los war. Okay. Ja, das war das Ding. Okay, kriegen wir alles hin. Kein Problem. Und hier sehen wir die kümmerlichen Überreste von Bowser Juniors Robo. Ich will nach Hause. Das ist ein Roboter, stimmt. Sieht aus, als könnte er jeden Augenblick wieder anspringen. Ux. Hey. Unser Captain ist einfach vorausgelaufen. Ich habe Angst. Pippa, Pippa. Sieht kaputt aus. Ja, absolut kaputt. Captain Toad, auf dich, der du doch dein eigenes Spiel hast, ist halt einfach Verlass. Ist das Ding schneller als ich? Ich hoffe nicht, das bin ich ziemlich auf den Fersen und dabei will ich ihn doch... Aua. Mit meiner großen Mario-Birne in die Luft jagen. Genau das wollte ich. So, dich räume ich jetzt erstmal aus dem Weg. Du bist nämlich in selbigem. So, und dann holen wir uns hier einen neuen Kugelwilli. Dieser hier ist hoffentlich etwas... So, fliegen wir mal... Hüpfen wir mal ein gutes Stück voraus. Fliegen tut ja nur der Geselle hier. So. Und dann sei mal so gut und tu genau das. Dankeschön! So, dann heißt es jetzt erstmal, wir den Cursor finden. Und dann haben wir hier... Bumerang-Brüder und einen Max-Kraftpilz, aber vor allen Dingen... Eine Zielscheibe. Krabimmel. Und wenn wir da in die Mitte reintreffen, gibt's ein schönes One-Up. Aua. So, dich wollen wir erstmal aus dem Weg. Und mit dir machen wir genau dasselbe. So öffnet sich uns nämlich ein neuer Weg. So, und da müsste der Max-Kraftpilz oben gewesen sein. Wenn ich das richtig gesehen habe. Nein, er ist da drüben. Ach nee, die Münze brauche ich eh nicht, wenn ich jetzt einen Max-Kraft-Pilz einsammle. Quatsch. So. Gut. Ich bin jetzt mal gespannt, wie wir eigentlich von der Partlänge her sind. Dadurch, dass ich bei... beim Eisrutsch-Bui-Mist-Spiel jetzt so viel rausschneiden muss, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wo wir gerade sind. Aber gut, wenn der Part jetzt... Überlänge bekommt, dann habe ich da kein Problem damit. Und ich denke, das ist für euch auch noch okay. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich habe gerade so auf die Kometenmünze hingestiert, dass ich einfach mal nicht geguckt habe, wo ich eigentlich hinspringe. So muss das. Das Gute ist, wir kommen hier relativ einfach. Jederzeit wieder ein One-Up. Man muss hier einfach nur eine ruhige Hand beweisen und das wird eher keins. Doch, das ist ganz knapp sogar noch eins geworden. Wo... Apropos Kometenmünze, wo sind die jetzt? Da ist sie. Okay. Der K
Kamerawinkel eben gefiel mir besser, ja. Genau deswegen. Naja, gut. Ist alles kein Problem. Ich hoffe, vor dem Boss kommt nochmal... Oh, oh, war das daneben? X. Ah, knapp. Aber hat noch geklappt. Ich hoffe, vor dem Boss... Mario, spring! Mario! Also wirklich, dass du dich nicht schämst. Ja, der Part wird sicherlich Überlänge kriegen. Naja. Und wenn, ist auch nicht schlimm, so. Ich hoffe, dass da vor dem Boss nochmal eine Fahne ist. Sonst müssen wir hier nämlich jedes Mal dieses Gemurkse hier für die Kometenmünze machen. Da bin ich jetzt gar nicht mal so scharf drauf. So, fahren wir doch hier einfach mal lang. Ich weiß nicht, ob wir die Wolke brauchen, um an die Kometenmünze ranzukommen. Aber sie wird uns retten, falls wir daneben hüpfen. Und das rechne ich diesen Wolken hier sehr hoch an. Ah, da ist sie doch. So, und dann machen wir das nämlich einfach so. Und noch viel einfacher so. Und dann will ich auf keinen Fall in diese Stacheln reingeraten. Die schießen mich nämlich voll zurück. Und darauf kann ich verzichten. Wir kriegen tatsächlich keinen Save Point. Das heißt, es wäre jetzt empfehlenswert, den Bosskampf im First Try zu schaffen. Na, das sollte man schon irgendwie hinkriegen. Ich glaube, das hier gibt es dann auch nochmal als Risikokomet-Variante. Und dann wird es richtig schön. Papa hat mir gesagt, ich soll Acht geben, dass dir nicht noch ein großer Stern in die Hände fällt. Höchste Zeit für meine brandneue, maliziöse Megamorks-Maschine. Ich mache es mir dann mal in meinem Cockpit bequem und genieße deinen explosiven Untergang. Bowser Jr. und seine Maschinen. Dein Vater hat wenigstens den Mumm, persönlich gegen uns anzutreten. Also wirklich, was sind das denn alles für Manieren? So, dann... ach so, der Ball, klar. Bowser Jr. macht ja unsere Wolken kaputt, das habe ich kurz verdrängt. Deshalb wollen wir hier auch in Bewegung bleiben und dann einfach mal Krabimmel machen. Krabimmel ist nämlich eine sehr empfehlenswerte Sache. Aua. Das wiederum war nicht sonderlich empfehlenswert. Getroffen zu werden ist nie wirklich eine gute Empfehlung. So. Das ist allerdings auch eine Empfehlung, die man Bowser Jr. definitiv nahelegen kann. Getroffen zu werden ist nie eine gute Empfehlung. Wie man hier gerade eindrucksvoll gesehen hat. Und damit sind wir schon in der dritten Phase. Und das Ding bekommt Räder. Es ist ein Panzer. Mit Bowser Juniors Gesicht auf dem Gesicht. Wow. Ich glaube, wir können auf dem Panzer sogar laufen. Gut, ich hatte mich kurz befürchtet, dass mich der den Abgrund runterschubst. So, jetzt ist die Frage, muss ich das Ding erst umdrehen oder kann es rückwärts fahren? In der Hoffnung, dass er sich... Ja, er muss sich erst umdrehen. Sehr gut. Dann haben wir doch alle Zeit der Welt. Oi. Jetzt ist unsere Zeit leider gerade etwas davongelaufen. So. Jetzt wiederum haben wir wieder mehr Zeit. Um uns entsprechend... Um Bowser Jr. zu kümmern. Mario, warum hast du eigentlich gerade so ein Problem mit deiner Stampfattacke? Ich persönlich mag deine Stampfattacke sehr. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast, Mario. Es gibt durchaus Situationen, da weiß ich diese Stampfattacke sehr zu schätzen. So. Das war übrigens kein Hechtsprung. So, ich glaube, jetzt macht er gleich wieder Wind. Ist die Wolke noch erwischt? Ja, sehr schön. Dann warten wir doch mal eben ab, bis wir das hier tun können. Und dann hat sich's auch schon ausgemurkst mit der Mega-Murks-Maschine. Und ein neuer großer Stern offenbart sich uns. Warum hat er den überhaupt dabei? Der wäre einfach viel sicherer aufgehoben, wenn er den einfach nicht dabei hätte.
Selbst wenn die Maschine von dem großen Stern angetrieben wird, dann soll er doch die Maschine einfach woanders hinsetzen. Naja, wir hinterfragen keine Mario-Logik. Lieber haben wir jetzt hier den nächsten großen Stern. Großen Stern, großen Stern, großen Stern. Ha! Wieder was gesammelt und damit machen wir, wenn ich mich nicht irre, schon den Weg zur letzten regulären Welt auf. Denn als nächstes müsste dann eigentlich schon die letzte Welt kommen und der Bosskampf gegen Bowser. Natürlich erst, wenn wir die ganzen Welten abgeschlossen haben. Und wir haben die Kometenmünze und die Menge Sternteile und überhaupt und sowieso und eine Katzin, in der Lubba uns was zu erzählen hat. Das war der fünfte große Stern. Ich hab mir schon gedacht, dass du es schaffen wirst. Vor dir liegt die sechste Welt. Wir können mit noch mehr Widerstand vom riesigen Bowser-Unhold rechnen. Holen wir doch einfach die übrigen Powersterne und retten die dir kostbare Person. Volldampf voraus! Lapras-Geschwindigkeit! Nun denn, Steuermann, bist du bereit für den großen Kampf? Aber immer doch! Lapras-Geschwindigkeit, go!